Die Kollegin Dr. Gesine Lötsch ist die nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Immer mehr Menschen in Deutschland kommen zu der Überzeugung, dass diese Bundesregierung nicht regierungsfähig ist, wir auch. Regierungsfähig heißt, dass man in der Lage ist und den Willen hat, die Interessen der Menschen in einem Land mit demokratischen Mitteln in praktische Politik umzusetzen. Doch Sie als Regierung kämpfen nur mit Ihrer inneren Zerrissenheit und Orientierungslosigkeit. Und deshalb haben Banken, Spekulanten und Lobbyisten auch so ein leichtes Spiel, die Regierung vor sich herzutreiben und ihr ihre Bedingungen zu diktieren. Ist das etwa Ihr Verständnis von Demokratie, Frau Merkel? Hinzu kommt, dass die Kanzlerin mit der FDP die gleichen schrecklich teuren Fehler wiederholt, die sie bereits 2008 gemacht haben, mit einem anderen Partner. Erstes Beispiel: Der damalige SPD-Finanzminister ging davon aus, dass die Finanzkrise 2008 nicht ein Problem Deutschlands, sondern der USA sei. Er tat erst einmal nichts, und das war falsch. Und die Kanzlerin ging 2010 davon aus, dass die Eurokrise kein Problem Deutschlands, sondern ausschließlich Griechenlands sei. Und sie tat erst einmal nichts, und auch das war falsch. Zweimal der gleiche Fehler in zwei Jahren, das zeugt doch von einer katastrophalen Lernunfähigkeit, Frau Merkel. Zweites Beispiel. Der damalige Finanzminister ging davon aus, dass die Finanzkrise 2008 auch ohne Konjunkturpaket zu lösen wäre. Und erst auf Druck der Linken und der realen Verhältnisse wurde ein Konjunkturprogramm beschlossen, das allerdings unsinnigerweise in diesem Jahr ausläuft. Und die Kanzlerin ging 2010 davon aus, dass die Eurokrise allein mit einem zweiten Bankenrettungsschirm und ohne ein Konjunkturpaket gelöst werden könne. Das ist doch abenteuerlich. Sie, Frau Merkel, müssen sich einfach einmal die Frage stellen, warum die Finanzkrise 2008 nicht zum Kollaps der Realwirtschaft geführt hat. Es war doch die Kombination mit dem Konjunkturprogramm, das den ökonomischen Totalschaden verhindert hat. Aber Sie haben wieder nichts aus Ihren alten Fehlern gelernt. Sie verlangen statt Konjunkturprogramm Kürzungsprogramme. Und damit drosseln Sie die Binnennachfrage und schwächen die Konjunktur in Europa. Das ist doch ökonomischer Wahnsinn, meine Damen und Herren. Und schaut man sich die Entwicklung in Griechenland an, dann weiß man auch, wie es in Portugal, Spanien, Frankreich, Italien und auch in Deutschland in den nächsten Monaten weitergeht. Und darum sagen wir als gute Europäer, Solidarität mit diesen Ländern ist auch Solidarität mit den Lohnabhängigen, Rentnern und Arbeitslosen hier bei uns in der Bundesrepublik Deutschland. Frau Merkel, Sie wussten bereits vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen, dass Griechenland mit diesen Auflagen komplett überfordert sein wird. Und Sie hofften, dass Sie mit dieser Strafaktion gegen Griechenland bei den Wählerinnen und Wählern in Nordrhein-Westfalen punkten könnten. Doch das ist Gott sei Dank gründlich misslungen. Gut, dass diese Strategie nicht aufgegangen ist. Und schon vor der Wahl war klar, dass die Griechenland-Krise eigentlich eine Euro-Krise ist. Und Sie haben überhaupt keine Strategie zur Lösung dieser Euro-Krise, und Sie haben sich erst zwingen lassen, von den Vertretern der anderen EU-Länder darüber etwas näher nachzudenken. Und das gleiche neoliberale Rezept, das Griechenland weiter in die Krise treibt, wurde jetzt Spanien und Portugal verschrieben. In Portugal wird das Rentenalter von 65 auf 67 Jahre, die Mehrwert- und Einkommensteuer erhöht. Spanien wird seine Ausgaben bis zum Jahr 2011 um 15 Milliarden Euro kürzen. Dafür werden in diesem Jahr Gehälter im öffentlichen Dienst um 5% gekürzt und im nächsten Jahr eingefroren. Die Renten werden nicht erhöht. Die Entwicklungshilfe wird abgesenkt und der sogenannte Babyscheck von 2.500 Euro pro Neugeborenen ersatzlos gestrichen, die öffentlichen Investitionen heruntergefahren. Und keiner erklärt den Spaniern und den Portugiesen, wie sie auf diese Weise aus der Krise kommen sollen. Angeblich würden die Märkte beruhigt und das Vertrauen der Anleger geschaffen. Doch wie soll denn, das soll mir einmal einer erklären, durch diese Maßnahmen wieder Wachstum entstehen, meine Damen und Herren? Die Linke hat bereits vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen darauf hingewiesen, dass die Kanzlerin
in Griechenland nur ihr neoliberales Waffenarsenal testen wollte, um es dann in Deutschland einzusetzen. Bei Ihnen, meine Damen und Herren von CDU, CSU und FDP, war damals die Empörung groß. Doch kaum waren die Stimmen in Nordrhein-Westfalen ausgezählt, startete der Ministerpräsident Koch, und der gehört ja wohl der CDU an, soweit ich mich erinnere, den ersten Angriff auf Kinder, Jugendliche und Familien. Sein Schlachtruf lautete, Kollege Steinmeier ist auch schon darauf eingegangen, wir leben über unsere Verhältnisse. Diesen Schlachtruf hören wir nun schon seit 20 Jahren. Und ich frage mich, wer ist eigentlich wir? Wer ist eigentlich wir? Wer lebt hier über seine Verhältnisse? Das sind doch nicht die Arbeitnehmer, die Rentner, Familien und Arbeitslosen. Das sind nicht die Menschen, die über ihre Verhältnisse leben. Das sind die Spekulanten, die Banker und auch diese Bundesregierung, die für diese Menschen überhaupt kein Interesse hat. Und wenn Herr Koch nun vorschlägt, und es wird ja von der Bundesregierung wohlwollend geprüft, dass weniger für Krippen, Kindergärten ausgegeben wird, dann ist das ein Frontalangriff auf die Generation, die einmal die hohe Beamtenrente von Herrn Koch erarbeiten soll. Und das ist nicht nur moralisch verwerflich, sondern auch absoluter ökonomischer Unsinn, meine Damen und Herren. Wir sollten hier nicht nur über die Regulierung des Finanzmarktes reden und die Euro-Stabilisierung, sondern uns vor allen Dingen die Frage stellen, wie denn hochverschuldete Länder aus der Finanz- und Wirtschaftskrise wieder herausgeführt werden können. Wir brauchen, um Staatsbankrotte zu verhindern, jetzt keine drakonischen Kürzungspläne, sondern wir brauchen endlich, wie es die Linke schon seit Jahren fordert, ein europäisches Konjunkturprogramm, in denen sich jeder Staat verpflichtet, mindestens 2% des Bruttosozialproduktes pro Jahr aufzuwenden, um den wirtschaftlichen Niedergang zu bremsen. Und dieses europäische Konjunkturprogramm, dafür sollten Sie sich einmal einsetzen in Brüssel und nicht für weitere drakonische Kürzungsmaßnahmen, Frau Merkel. Ich will hier so stark auf die ökonomische Bewältigung der Krise eingehen, weil wir uns ja im Augenblick, was richtig ist, um die Regulierung der Finanzmärkte kümmern. Aber wir müssen auch darüber reden, wie wir diese gigantischen Staatsschulden endlich loswerden können und wie wir gleichzeitig die europäische Wirtschaft stärken können. Entschuldigung, das ist unsere Aufgabe. Meine Damen und Herren, die Finanztransaktionssteuer wird ja augenscheinlich nun von allen unterstützt. Ich hoffe nur, dass sie auch endlich umgesetzt wird. Würden wir sie umsetzen, dann hätten wir allein für Deutschland 12 Milliarden Euro mehr im Jahr in der Kasse. Und 12 Milliarden, das sind zum Beispiel mehr, als der Bund für Bildung, Forschung im Jahr 2010 ausgeben wird. Und warum, frage ich Sie, meine lieben Kolleginnen und Kollegen von der CDU-CSU-Fraktion, warum ist Herr Koch eigentlich nicht auf die Idee gekommen, statt bei der Bildung zu sparen, die Finanztransaktionssteuer von der Kanzlerin zu fordern? Vielleicht sollten Sie das einmal mit ihm diskutieren. Meine Damen und Herren, die reale Gefahr besteht darin, dass für die Rettung des Euro jetzt alles aufgegeben werden soll, was Europa nach dem Zweiten Weltkrieg erreicht hat. Und wer jetzt mit drakonischen Kürzungsplänen den Arbeitnehmern, Familien und Rentnern die Luft zum Atmen nimmt, setzt nicht nur die konjunkturelle Erholung aufs Spiel, sondern auch den sozialen Frieden in Europa. Und wir als proeuropäische Partei sagen, wir wollen ein friedliches, gerechtes und soziales Europa. Vielen Dank. Volker Kau.